Als meine Inneneinrichtung vom Auto komplett wieder eingebaut war, wurde es Zeit für einen Test. Also fuhr ich nach der Arbeit nicht nach Hause, sondern suchte mir im näheren Umkreis nach einem Platz, an dem ich übernachten konnte. Ich fand schließlich einen bei Nossen, an dem ich vor einiger Zeit schon mal war. Da ich am nächsten Morgen gleich wieder arbeiten gehen musste, war hier eigentlich auch nur ein kurzer Spaziergang und zeitig ins Bett gehen geplant. Ich sah in der Karte, dass auf der anderen Seite vom Tal, gegenüber vom Rodischturm, auch ein Aussichtspunkt angezeigt wird. Hier könnte man ja mal gucken. Ein kleiner Blick in die App sagte auch, hier gibt's einen Cache. Als ich im Nachhinein mal danach suchte, fand ich auch den Namen Bastei hierfür. Aber zuerst fiel mir hier ein negativer Bericht auf, den ich unten mit verlinke. Finde aber etwas übertrieben, was derjenige hier zu meckern hat. Es gab hier mal ein paar Bänke und eine Schutzhütte, die aber leider 2017 abgebrannt sind. Heute gibt es hier nur noch eine Bank. Ja, mittlerweile muss ich ein bisschen aufpassen, weil ich in meinem Video so sehe. Meine Kollegen haben meine YouTube-Seite gefunden. Hallo, ihr Säcke. Grüß euch. Jetzt gucken die in jeder Pause die Videos. Bringt Klicks, danke. Und zerlegen die bisschen direkt weg. Naja, ganz so schlecht komme ich dabei nicht weg, aber na gut. Ja, hier drüben gibt es irgendwo einen Cache auf der Insel. Den habe ich letztens noch nie weiter gesucht, weil ich mir keine nassen Füße holen wollte. War ja im Oktober, November, das war eigentlich nie besonders angenehm von der Temperatur. Ja, und den Weg habe ich glatt verpasst. Hier muss ich irgendwo den Weg hochgehen. Und hinter dem Teich war jetzt hier noch ein Pfad. Das hielt ich eigentlich jetzt nicht für den Weg. Ja, das muss er sein, laut Karte. Ja, so eine steilen Dinge wollte ich eigentlich nicht zum Feierabend laufen. Laut meiner App haben wir noch 40 Meter bis zum Cache. Und da haben wir Nossen mit dem Schloss. Dose ist ausgeschrieben als klein, was schon ganz schön groß sein kann. Ist schon eine Weile her, dass der letzte gefunden hat. Am 27.04. Dann am 25., am 23.04. Also hier wurde im April alle paar Tage, hat die jemand gefunden. Und ich finde sie jetzt nicht. Also da gehe ich davon aus, dass die weg ist. Das ist schon ewig her, dass die gefunden wurde. Wir haben ja jetzt mittlerweile Mitte Juni. Die Dose wurde zuletzt am 27. April gefunden. Und vorher im Takt aller paar Tage war jemand hier gewesen. Hat die alles gefunden gelassen. Und jetzt haben wir mittlerweile Mitte Juni. Und seitdem hat die keiner mehr gefunden.
Da werde ich die wahrscheinlich nie finden, da wird die wohl weg sein. Kommen wir hier zum Trigger, denke ich mal. Den Opfern beider Kriege und jenen von Willkür und Gewalt zum Gedenken. Lehrer, Seminar und Oberschule. So, und jetzt wird es laut hier, wenn ich gehe. Jetzt kommt der Wandertag an. So, da komme ich ja nur gerade her. Das ist aber das Schöne am Geocachen. Man kriegt schöne Plätze in der Natur und überall mal gezeigt, die in keinem Reiseführer stehen. Über diese sogenannte Bastei hier habe ich nichts gefunden. In der Karte ist ein kleines Aussichtspunktsymbol, aber auch bei Outdoor-Aktiv oder Komoot oder so habe ich jetzt nichts drüber gefunden. Und auch wenn der Cache mittlerweile nie liegt, irgendwie nicht war der Weg nie. Diese Tafel ist besonders interessant. Der Cache hier heißt Ab auf die Insel. Wir haben hier nämlich eine kleine Insel in der Mulde. Wir müssen durch irgendwo einen Weg finden, wie wir da drauf kommen. Aber so richtig sieht es nie danach aus, doch hier hinten könnte ich rübergehen. Aber es hat ja keiner was gesagt, dass es einfach wird. Das Leben ist kein Ponyhof. Wir gucken. Ach, guck mal, stehen schon. Am Baum 1623. Platz heißt das Buch. Ja, Stift habe ich keinen mit. Normalerweise schreibt man hier da den Urteil mit drauf. Aber da muss der Aufkleber alleine gehen. Könnt ihr nie euren Müll mit wegräumen. Urkreuzsitzer ist zwar ein leckeres Bier, aber muss doch nie hier die leere Flasche. Ah, eine versteckte Feuerstelle hier. Dürfte übrigens wieder ein runder Cache sein. Ich glaube, das war mein 700. jetzt gerade.
Auf dem Sportplatz muss heute große Party sein. Kommen alle mit großen Kühltaschen und Picknickkörben und allem möglichen Zeug an. Davor stehen auch schon zwei Autos. Und hier ist der Parkplatz auch voll. Eine halbe Stunde, nachdem die ganzen Sportler da rüber sind, zu ihrer Party, da hat sich der Parkplatz noch fest durchgefüllt. Und jetzt ist ein Massenbetrieb dort. Ich weiß nicht, ob die alle jetzt am Abendspaziergang machen oder ob da doch noch was los ist. Der Spielplatz ist auch toll, da sind ein Haufen Leute mit Kindern. Und wo ich das letzte Mal hier war, vor 2 Jahren oder so, da war hier gar nichts los. Allerdings war das im Herbst, das war ziemlich frisch schon draußen und nie das schönste Wetter eigentlich. Nach dem Regen hat sich ja alles wieder beruhigt. Und jetzt bin ich nochmal auf eine kleine Runde raus. Ja, und dann muss ich mit meiner Zusatzbatterie mal gucken, nachdem ich jetzt sehe, was rein und raus geht, klappt das ja einigermaßen. Aber trotzdem schaltet die immer wieder ab, weil die Unterspannung hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ein Ding weggekriegt hat. Ich denke mal eher, dass BMS, Battery Management System, hat irgendwie ist irgendwie abgestürzt oder was. Weil normalerweise schaltet das ja ab, wenn die Batterie dann, was weiß ich, noch 10-15% hat. Und schaltet sich nach dem Laden wieder an. Ja, abschalten tut's, aber da zeigt es mir die Batterie immer noch bei 70% an. Also das passt nicht ganz so.